Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute möchte ich meine Maskenwoche tatsächlich in meinem Maskenwochentrage-Outfit, wie auch immer, starten. Diese Maskenwoche steht ganz unter dem Motto Jana. Und zwar die liebe YouTube-Kollegin von mir, White Swan Beauty, mit der ich ja auch schon ein Tauschpaket gemacht habe, hat mir Futter für meine nächste Maskenwoche mit reingepackt. Und diese ganzen Masken, die sie mir geschickt hat, das sind ja 7 Stück, möchte ich gerne dieses Mal mit euch testen. Mal gucken, wie so die Resonanz ist, beziehungsweise wie ich mich damit fühlen werde und wie nachher mein Ranking sein wird. Ja, wenn du Bock drauf hast, dieses Video wird wahrscheinlich etwas länger, also hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, heute an diesem wunderschönen Montag gucken wir mal, mit welcher Maske wir starten. Heute möchte ich, weil ich sehr, sehr trockene Haut habe, mit einer Feuchtigkeitsmaske starten. Und dann nehme ich die Face Mask Moisturizing Glacier. Ich glaube, Glacier ist die Marke, oder? Weiß ich nicht. das ist Bling Pop. Bling Pop, das finde ich auch witzig. Okay, eine Tuchmaske. Und die werde ich mir jetzt mal drauf machen. Jo, und ihr seid mit dabei. Riecht sehr schön cremig, frisch daraus. Und sie ist ordentlich getränkt mit Feuchtigkeit. Da ist auch wieder ordentlich Serum drin. Das werde ich auffangen und mir dann als Gesichtsserum nehmen. Das ist immer total super. So morgens oder so kann man sich das schön auf dem Gesicht verteilen. Und dann darüber halt, je nachdem, ob man die braucht oder nicht, die Feuchtigkeitscreme geben. So, jetzt habe ich die ausgepackt. Oh, ist die kalt. So, jetzt im Gesicht sieht das Ganze ja relativ unspektakulär aus, aber sie fühlt sich echt gut an. Feuchtigkeitsmaske mit Gletscherwasser steht hier drauf. Ja, das ist wahrscheinlich dieses Frische gewesen. Das Serum enthält Gletscherwasser, fördert die natürliche Eigenhydration der Haut, wirkt unterstützend auf den Feuchtigkeitshaushalt und bringt das Gesicht zum Strahlen. Okay, 15 bis 20 Minuten später werde ich mich gleich nochmal zurückmelden. Bis gleich. So, es sind 20 Minuten um. Ha! Also, du hast immer noch ordentlich Feuchtigkeit in dieser Maske drin, aber die Feuchtigkeit ist auch richtig schön in meine Haut eingezogen und... Oh! Oh! Ich finde, mein Gesicht strahlt jetzt so richtig und ist richtig, richtig geil mit Feuchtigkeit versorgt. Also... Wow, hat mir richtig gut gefallen. Die Maske ist nicht verrutscht. Natürlich, sie saß an den Augen total merkwürdig. Ich habe keine Ahnung, was für kleine Augen die Menschen haben, die diese Maske entwickelt haben oder was für eng zusammensitzende Augen die haben. Naja, hat bei mir nicht so gesessen. Aber na, wir gucken einfach mal. Ach ja, da stand gar nicht drauf, was die Maske machen soll, ne? Die soll einfach nur hydratisieren. Ja, das hat sie gemacht. Ja, wie bei manch anderen Masken auch. Wenn man keine hohen Versprechungen ausspricht, muss man sie auch nicht erfüllen. Aber meine Haut fühlt sich so gut an. Oh, es ist herrlich. Richtig schön mit Feuchtigkeit versorgt. Mr. Fred ist auch mal wieder am Start. Ein Wanderfred, würde ich fast schon sagen, oder? Naja, aber es fühlt sich gut an. Mir hat die Maske wirklich gut gefallen. Deswegen, ich kann die euch vollkommen empfehlen. Geiles Teil. Super. So, heute, an diesem wunderschönen Dienstag, verwende ich die Isana Young Glow Maske, mattierend für alle Hauttypen. Ja, das soll dann so eine Glow Maske sein. Ich bin ganz gespannt, ob die Gold auf der Haut sein wird. Die soll bis für 4 Anwendungen reichen. Deswegen habe ich mich vorbereitet. Ich habe hier mein Pöttchen, da mache ich mir ein bisschen von rein, um das auf mein Gesicht zu machen. Und passend zu meinem Oberteil verwende ich diesen Pinsel, den habe ich ja in dem Tauschpaket von der lieben Xenia gehabt. Okay, das, was aus dem Kram rauskommt, aus der Tube, ist tatsächlich nicht Gold. Ich hätte gedacht, dass es Gold wäre. Naja, wir probieren das mal auf der Haut aus. Das Pöttchen ist leer und in dieser Tube ist echt noch viel drin. Also das reicht garantiert noch für 5, 6 Anwendungen, das ist der Wahnsinn. Und man kann es halt wieder verschließen, das ist auch total super. Praktisch. So, dann lasse ich das Ganze jetzt mal 15 Minuten einwirken und dann sehen wir uns gleich wieder. 15 Minuten später sitze ich nun wieder vor euch.
Also irgendwie mit Gold glänzend hat das nicht so viel zu tun, aber naja, sie ist auf jeden Fall in meinem Gesicht und es sieht ein bisschen ocker aus. Ein bisschen beige? Ich weiß es nicht. Naja, sie ist auf jeden Fall etwas angetrocknet und hat gekühlt erst und dann hat, also jetzt so mit der Zeit wärmt sie so gefühlt, aber ich denke, das ist halt einfach, wenn Sachen trocknen, ist das so, ne? Ja, hier steht jetzt einfach Reste sanft einmassieren. Und das war es auch schon. Viel mehr steht hier gar nicht drauf. Hä? Wie soll man das denn einmassieren? Was ist mir schleierhaft? Vor allem habe ich jetzt hier eine Würstchenbildung. Ich denke, dass ich die abwaschen muss. Das ist merkwürdig. Hier steht drauf: Nach der Reinigung gleichmäßig auf die Haut auftragen, Augen- und Mundpartie aussparen, 15 Minuten einwirken lassen, Reste sanft einmassieren, bis zu 4 Anwendungen möglich, wieder verschließbar. Da steht nicht, dass man die abwaschen soll, aber ich glaube, dass man die abwaschen soll. Das mache ich jetzt mal eben und dann bin ich gleich wieder da. Da bin ich auch schon wieder und naja, ich weiß nicht. Also hab's versucht. Ich hab's versucht. Aber also einmassieren lässt sich diese Maske tatsächlich überhaupt nicht. Also das ist für mich eine Maske, die man abwäscht und die dann halt mattierend ist. Aber das ist jetzt keine zum Einmassieren. Ich glaube, die haben sich da vertan. Weiß ich nicht, merkwürdig. Oder Isana hat da irgendwas geraucht. Ich habe keine Ahnung. Aber nee. Nee. Hat einer von euch diese Maske schon mal verwendet? Und ich weiß nicht. Konntet ihr die einmassieren? Also bei mir hat es halt, wie ihr ja gesehen habt, echt nicht funktioniert. Übrigens habe ich neue Nägel. Egal. ja, aber es, ich weiß nicht. Ich fand das halt, ne? Egal. Wir reden jetzt einfach mal über das Ergebnis. Meine Haut fühlt sich wirklich schön an. Sie fühlt sich weich an. Ich merke, dass ich eine Maske benutzt habe und meine Haut sieht auch besser aus, also verfeinerteres Hautbild, definitiv. Und ja, im Prinzip soll sie ja nur mattieren. Viel mehr steht nicht auf der Maske drauf. Und das hat sie auf jeden Fall gemacht. Also mein Gesicht ist mattiert, abgesehen von meiner Nase, aber die glänzt irgendwie immer. Also sie hat ein schönes Ergebnis gemacht, ne? Das gefällt mir richtig gut. Dementsprechend ist das an und für sich eine gute Maske, aber sie haut mich nicht von den Socken. Was meint ihr? Bis mo Ach so, zu der Face Maske von gestern wollte ich noch was sagen. Genau. Und zwar musste ich definitiv nachher noch eine Feuchtigkeitscreme benutzen. Ja, aber das war auch nur deswegen, weil ich halt so ultra trockene Haut zurzeit habe. Das ist halt dadurch bedingt, dass jetzt einfach Winter ist und die Heizungsluft die Haut austrocknet. Ja, ansonsten hätte ich die jetzt im Sommer benutzt, hätte ich keine Feuchtigkeitscreme gebraucht. So. Das wollte ich noch gesagt haben und dann sehen wir uns morgen wieder. So, heute ist Mittwoch. Bergfest! Wuhu! Yay! Ja, heute gibt es die Isana Melone Slice Maske. Die testen wir mal zusammen. Und ja, das sind Slices, die man auf der Haut verteilen soll. Mit Wassermelonenextrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Übrigens, die Maske von gestern, also die Isana Glow Maske. Wie ich sehe, ist diese Maskenwoche wahrscheinlich sehr Isana-lastig. die hat wirklich, wirklich sehr gut mein Gesicht mattiert. Und hier zum Beispiel mein Mini-Fred, der sich ja, entwickelt hatte, sage ich mal, bekämpft. Oh, sie riecht schon schön, auch Wassermelone. Also man hat hier drin ziemlich viel Feuchtigkeit, ziemlich viel Serum. Das sieht man hier an den Wänden so ein bisschen. Und da drin die Slices. Hier sind sie drin. Ja. Ne? Ich kann nicht reden, sonst fällt es bestimmt runter. Und ich kann nicht durch die Nase atmen. Okay, ich lasse das Ganze jetzt einwirken und wir sehen uns dann gleich wieder. So, die Maske war jetzt circa 15 Minuten drauf, ziemlich genau 15 Minuten. Und jetzt nehmen wir die mal sukzessive runter. Ich habe noch mal kurz geschaut, verbleibende Reste sollen sanft einmassiert werden.
Ich hätte das jetzt nicht als Slice-Sheet-Mask gebraucht, ne? Das hätte auch einfach eine komplett normale, stinknormale Tuchmaske sein können. Ich fand es auch relativ unpraktisch. Ich fand das schwierig, sich drauf zu machen, beziehungsweise unpraktisch, sich das so drauf zu machen. Ich finde es schöner, wenn du dir das einfach direkt ins Gesicht klatschen kannst oder wenn du dir das halt direkt aufpinselst, also quasi, wenn du dann eine Crememaske hast. Also der Geruch war aber tatsächlich die ganze Zeit echt gut. Das Wunderwerk ist jetzt einigermaßen eingezogen. Wirkung und Pflege. Die Isana Slice-Masken spenden intensiv und langanhaltend wohltuende Feuchtigkeit, wodurch Spannungsgefühle reduziert werden. Die Pflegeformel mit Cupuaçu-Butter und Avocadoöl pflegt die Haut zart und geschmeidig für ein erfrischendes, seidig-zart gepflegtes Hautgefühl. Ja. Also Feuchtigkeit hat sie gespendet, definitiv. Sie fühlt sich gut auf der Haut an. Ich werde aber auf jeden Fall nachher noch eine Feuchtigkeitscreme benutzen müssen, was aber bedingt durch die ganze Heizungsluft und so ist, ne? Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Meine Haut fühlt sich gepflegt an. Es bappt ein bisschen noch, also es ist noch nicht ganz eingezogen. Man merkt, dass die Maske nicht überall war. Also ich hatte hier ja einen Slice und hier an den Seiten dafür dann ja nicht. Das heißt, hier habe ich dann auch so ein bisschen, dass es nicht so mit Serum getränkt ist. Unpraktisch. Also, mein Fazit zu dieser Maske riecht gut. Das Ergebnis ist okay, aber sie ist unpraktisch. Es ist Donnerstag, endlich. Ja, noch einen Tag arbeiten, dann ist Wochenende. Und am Samstag habe ich meine Prüfung. Ui, 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 ui. Wird schon werden. Heute teste ich mit euch die Balea Pearl and Glow Maske. Und ja, das war eine Limited Edition. Die verwöhnt die Haut mit Extrakten aus Perlen und Mondstein, ist schimmernd und ist für jede Haut. Ich hoffe, dass sie halt auch meine sehr trockene Winterhaut pflegt. Hier ist die Maske. Sie riecht sehr frisch und sie sieht tatsächlich sehr perlenmäßig aus. Und jetzt mache ich mir die mal drauf. So, jetzt habe ich die Maske komplett aufgetragen. Sie brennt ein bisschen. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt weiter auf der Haut anfühlen wird. Und ich hoffe nicht, dass das Brennen länger anhalten wird. Ich hoffe, dass es jetzt nur dieses erste Einziehen von der Maske ist. Was ich interessant fand, ist, dass draufsteht, dass man das nachher nicht abwaschen soll, sondern einmassieren soll. Aber wenn man das jetzt mit den Händen aufgetragen hätte, sollte man auf jeden Fall Hände waschen. Finde ich etwas merkwürdig. Wie gesagt, ich hoffe, sie wird jetzt nicht die ganzen 15 Minuten so brennen, weil dann werde ich das nicht durchhalten. So, wir sehen uns gleich wieder. Okay, sobald ich aus diesem Raum raus war, hat es Gott sei Dank nicht mehr gebrannt. Also das war wirklich dann nur der allererste Moment. Das finde ich sehr gut. So, die Maske ist jetzt ein Weilchen drauf. Viertelstunde, 20 Minuten habe ich die jetzt drauf. Verwöhnen Sie Ihre Haut mit einer extra Portion Luxus. Die zart schimmernde Gesichtsmaske mit Extrakten aus geheimnisvollem Mondstein und Perlen sowie Seidenprotein verwöhnt Ihre Haut mit intensiver Feuchtigkeit und mildert kleine Fältchen sofort. Der angenehme Duft umschmeichelt die Sinne. Während der Anwendung Hyaluronsäure und Panthenol runden das luxuriöse Pflegeergebnis ab. Ja, also es hat definitiv anfangs sehr stark geduftet, gerochen. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen. Es war schon sehr stark parfümiert, das wird nicht jedem gefallen. Nachher hat man sich halt wirklich schnell dran gewöhnt und das roch angenehm. Eventuelle Reste der Maske mit einem weichen Kosmetiktuch abnehmen, nicht abwaschen. Okay. Schopfwürstchenbildung. Das ist blöd. Ich hasse Würstchenbildung. Sorry, aber ganz ehrlich, ich gehe mir die jetzt abwaschen, weil ich kriege die so nicht runter. Geht nicht anders. Auch wenn man die eigentlich nicht abwaschen soll, was ich nicht nachvollziehen kann. Aber die kriegst du so nicht runter. Die ist schon so derbe angetrocknet. Damit mache ich mir die Haut nur kaputt. Dass sie am Anfang gebrannt hat, das konnte ich der Maske ja gerade noch so verzeihen. Aber das mit der Würstchenbildung, als man die abnehmen sollte, dass man die nicht abwaschen soll, wie soll man das denn sonst abkriegen? Also ganz ehrlich, das ist leider nein, leider gar nicht. Ja, sie hat meine Haut ein bisschen verbessert, aber das hätte eine normale Creme auch gemacht. Da brauche ich keine Maske für benutzen. Von daher, leider nein. Heute ist Freitag! Und zur Feier des Tages gibt es die Isana Young Hydrogel-Feuchtigkeitsmaske, die Gold aussehen soll. Und die legen wir uns mal zusammen auf. Es riecht einfach nur frisch. Endlich mal eine Maske, die wirklich groß genug ist, die wirklich für große Augen ist. Gut, die Nase lasse ich jetzt mal hochgeklappt, weil sonst kann ich leider nicht durch die Nase atmen.
Die ist jetzt nicht so mega mit Feuchtigkeit getränkt, aber die rutscht auch nicht so wirklich, ne? Das ist jetzt beim Sprechen klar. Aber ja, ich gucke einfach mal. Ich lasse die Maske dann eine Weile drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, die Maske musste wirklich nur 10 Minuten einwirken. Das ging ja ruckzuck. Und ich finde, das sieht ziemlich cool aus. So richtig cybermäßig. Und ja, die sitzt wirklich, wirklich gut. Also die ist jetzt nicht verrutscht oder sonst irgendwas. Ich musste sie nicht gerade zuppeln oder so, wie das manchmal der Fall ist. Und sie sieht wirklich witzig aus. Mir gefällt's. Also man sieht so ein bisschen superheldenmäßig aus. Oder wie ein Roboter. Ich weiß es nicht. Ich nehme sie jetzt aber trotzdem mal ab, auch wenn sie mir wirklich gut gefällt. Die schöne Glibbermaske. Sie hat sich mega gut angefühlt und fühlt sich jetzt auch auf der Haut richtig gut an. Also gut eingezogen. Es klebt jetzt ein bisschen. Aber ich muss jetzt auch nicht viel einmassieren oder so. Das ist echt geil. Jo, dann gucken wir mal, was die Maske machen sollte. Also, sie sollte Feuchtigkeit spenden. Das hat sie auf jeden Fall gemacht. Sie sollte sich mit ihrer gelig-samtigen Textur der Haut wunderbar anschmiegen. Das hat sie definitiv auch gemacht. Und sie sollte einen wunderbaren Spa-Moment geben. Das hat sie auch gemacht. Ja, also definitiv geil. Hier steht auch mit Hyaluronsäure, was irgendwie gefühlt überall drin ist. Und mit langanhaltender Feuchtigkeit. Ja, das gucken wir mal. Und was ich richtig cool fand, ist, dass die Maske zweigeteilt war. Die ist definitiv auch irgendwo eine Konkurrenz zu der Neutrogena, genau, zu den Masken, die ich einfach über alles liebe. Mir hat sie auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen und die kriegt einen fetten, 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 überkrassen, mega Hyperdown nach oben. Ich weiß nicht, wie findet ihr das Ergebnis? Ich finde, es sieht ziemlich gut alles aus. Also mit Feuchtigkeit versorgt, meine Haut spannt nicht, sie fühlt sich gut an, sie lässt sich jetzt auch, ja, richtig schön anfühlen. Es krümmelt nichts, da hast du keine Würstchenbildung. Und oh, herrlich, wirklich herrlich. Meine Haut hat das in sich aufgesogen nahezu. Also von daher super krass, hat mir richtig gut gefallen. So, es ist Samstag und wir haben es irgendwie mega spät abends. Mein Freund ist auch schon im Bett. Und ich habe mir gedacht, ach nö, ich bin noch wach. Ich hatte ja heute meine Englischprüfung. Ja, die schriftliche war, glaube ich, nicht so gut wie die mündliche, Leute. Aber wir gucken einfach mal. Mitte Januar kriege ich die Ergebnisse. Ja, heute mache ich mir die Isana Young Egg White Maske drauf. Sie spendet Feuchtigkeit und mattiert. Und ich finde es ziemlich cool, dass die in so einer Tube drin ist. Ich bin gespannt. Ich habe ein Pöttchen, sprich, ich bin bewaffnet. Und ich habe hier den Pinsel. Und dann legen wir mal los und geben mir die aufs Gesicht. Wir. Ihr seid mit dabei und ich mache das. Sie riecht sehr frisch, also da ist jetzt kein spezieller Duft mit bei. Ich gebe mir jetzt erstmal so ein bisschen ins Pöttchen. Ich kann ja nachlegen, wenn ich muss. Also die Konsistenz ist sehr, sehr flüssig. Das ist sehr angenehm und man kann die sehr, sehr schön verteilen. Ich brauche aber ziemlich viel davon. Es steht auch drauf, dass man die großzügig auftragen soll. Von daher, ja, benutzt man ziemlich viel Produkt. Das ist dann ganz gut, dass es in der Tube ist und man na dann nachlegen kann. So, das würde ich jetzt als großzügig aufgetragen bezeichnen. Es prickelt ein bisschen auf dem Gesicht und fühlt sich extrem kühlend an. Ich weiß nicht, ob das einfach erstmal bedeutet, dass die Haut die Feuchtigkeit einsaugt. Das gucken wir einfach mal, ob dieses kühlende Gefühl die ganze Zeit anhält. Ich hoffe nicht, denn das kann ich irgendwie im Winter nicht so gut haben wie im Sommer. Ist klar. Okay, ja, 10 bis 15 Minuten darf ich die Maske jetzt drauflassen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt ist die Maske relativ getrocknet und Viertelstunde, 20 Minuten hatte ich die jetzt drauf und dann darf man sich die jetzt abwaschen. Sie hat sich gut im Gesicht angefühlt tatsächlich und nicht jetzt irgendwie unangenehm oder so. Also dieses Prickeln, was am Anfang da war, ist dann relativ schnell auch wieder verschwunden. Das war halt nur ganz zu Anfang. Dann wasche ich mir mal die letzten Reste von der Maske ab und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da bin ich wieder. Die Maske ist abgewaschen. Ich, ja, finde die Maske toll, ne? Also sie sollte mattieren und Feuchtigkeit spenden. Das hat sie auf jeden Fall getan. Das Einzige, was noch glänzt, ist meine Nasenspitze. Und das macht die immer. Ich habe keine Ahnung, die ist sehr widerspenstig, das Ding. Und ja, also für mich hat die Maske auf jeden Fall ihren Zweck erfüllt. Ich fand die in der Anwendung total simpel. Ich fand die einfach super. Mir hat sie richtig gut gefallen. Ich weiß nicht genau, was dieses Egg White
darauf zu bedeuten hat. Ich glaube, da ist Eiweiß drin. Ich kann es jetzt aber so nicht entdecken. Aber ich finde, dass diese Maske echt Gutes mit meinem Gesicht angestellt hat. Und ja, fühlt sich alles gepflegt und weich und toll an. Und ja, deswegen, ich mochte die Maske. Ich mag sie immer noch. Und ja, große Empfehlung. Man glaubt es kaum, aber es ist schon wieder Sonntag. Wahnsinn, oder? Ja, jetzt teste ich mit euch von Isana diese Slice Sheet Maske mit Orange. Die mit, ach, Wassermelone haben wir ja schon zusammen getestet. So, und jetzt probieren wir die hier mal zusammen aus. Mit Orangenextrakt, Aloe Vera und Hyaluronsäure. Ja, auf geht's. Oh, das riecht wie dieses Orangeneis, was man so hochschieben konnte, diese Twister-Viecher. Lecker. Also ein bisschen süßlicher. Das finde ich gut, dass es nicht zu säuerlich riecht. So, hier haben wir wieder das Häufchen. So, die Scheiben sitzen und das Ganze darf dann jetzt wieder ein bisschen auf der Haut einwirken. Bis gleich. Jo, das Ganze war jetzt 20 Minuten drauf und kann wieder abgenommen werden. Man glaubt es kaum, aber die war irgendwie schon anders als die Wassermelonen-Richtungsmaske. Also ich fand die besser. Ich fand, die hat mehr Feuchtigkeit jetzt gespendet. Wenn ihr euch das auch anschaut, entschuldigt bitte meine krübeligen Augenbrauen. Ne? Also vom Hautergebnis sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Also ich persönlich finde sie besser als die Wassermelonenmaske. War auch angenehmer auf der Haut, fand ich vom Geruch auch sehr angenehm. Und ja, merkwürdig, oder? Das ist die gleiche Reihe. Es ist halt nur irgendwie in eine andere Richtung. Ja, und das einzig Unterschiedliche ist halt, dass das eine mit Wassermelonen und das andere mit Orange ist. Aber gut. Und alles in allem kann ich definitiv diese Limited Edition, die sie ist, empfehlen. Bevor ich mein Ranking jetzt vorstelle, schreibt mir doch jetzt gerne unten in die Kommentare, welche von den Masken euch am besten gefallen hat. Ich kann nämlich leider keine Abstimmung machen, weil man da nur maximal 5 Sachen, glaube ich, oder 6 Sachen auswählen kann. Und ich habe hier ja 7 Masken. Ne, 5 Sachen kann man nur auswählen, genau. Deswegen schreibt mir das doch gerne jetzt unten in die Kommentare. Ich bin ganz gespannt, ob ihr die gleiche Reihenfolge habt wie ich. Und ja, ich werde das jetzt auch dieses Mal ein bisschen kürzer machen. Ich werde euch ganz einfach meine Reihenfolge sagen. Und zwar habe ich hier auf dem ersten Platz die Isana Young Maske. Und zwar diese goldene. Die fand ich am besten. Auf dem zweiten Platz von Isana Young die Egg White Maske. In der Tube. Auf dem dritten Platz die Face Maske Moisturizing Glacier. Auf dem vierten Platz die Maske, die ich gerade auf meinem Gesicht habe, die Isana Orange Slice Maske. Auf dem fünften Platz ist von Isana die Melonen Slice Maske. Platz Nummer 6, Isana, leider, leider diese Glow Maske. Und Platz Nummer 7 ist hier die Pearl and Glow Maske von Valea. Die jeweiligen Begründungen findet ihr in diesem Video, beziehungsweise habt ihr eben ja schon gehört. Das muss ich ja nicht alles nochmal wiederholen. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch gerade mit mir zusammen eine Maske gemacht. Das hätte ich ziemlich cool gefunden. Ja, dann lasst mir doch einfach sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Würde mich mega drüber freuen. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Hab eine wunderschöne Weihnachtszeit. Ich verlinke dir hier oben einmal meine Playlist. Claudi testet alles. Hier unten findest du meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!